Willkommen zu Mars im Zeichen der Waage unter ganz besonderen Umständen. Nämlich, da liegt meine Katze. Vielleicht hörst du sie schnurren. Sie besteht darauf, lauthals zu schnurren. Und sie besteht darauf, dass ich mir keine Notizen vorweg mache. Sie findet offenbar, ich solle lieber frei sprechen mit dir, wenn ich über Mars im Waage spreche. Und ich teste es mal. Vielleicht hat sie ja recht. Katzen sind ja oft viel weiser als Menschen. Mars im Zeichen Waage. Waage auch ein Luftzeichen. Und da fühlt sich Mars nicht so richtig gut, weil er ist so im sogenannten Exil. Widder und Waage, Widder, dazu gehört der Mars ja, liegen sich im Tierkreis gegenüber. Das heißt, das ist so eine völlig gegensätzliche Energie. Und wenn er sich in einem Zeichen befindet, in dem er, ich sag mal, mit angezogener Handbremse unterwegs ist, dann ist der Mars so ein bisschen unsicher, unbeholfen. Und warum ist es denn so anders? Mars ist ja so ein Impulsiver, der haut halt mal raus. Der hat eine Eingebung und der hat einen Impuls und dann macht er ein bisschen Verlust, macht nichts, morgen mache ich es besser oder besser entschuldigt als nicht getan. Und die Waage, einer ihrer höchsten Werte ist die Harmonie, die Gerechtigkeit, das Gleichgewicht, der Ausgleich. Da kommt der Mars schon mal ins Schwitzen, weil er kann ja gar nicht seinem Impuls folgen. Nicht nur, dass er jetzt ja sich übers Denken aktiv werden muss. Nein, jetzt ist ja auch immer noch mal die Gefahr, die Harmonie in Gefahr. So rum wird ein Schuh draus. Und zwar da, wo er sonst einfach tun würde, wird er durch die Waage-Energie ein bisschen gebremst, weil er ja immer noch mal abgleicht. Aber das Schöne, ja, er wird sozusagen aktiv. Er setzt seine ganze Tatkraft für harmonisches Miteinander ein. Also, wenn ihm das gelingt, ganz, ganz wunderbar. Und so kann es sein, dass du deine Mars-Energie wirklich zum Schlichten von Konflikten, von Streit nutzt. Wir haben ja immer noch die Luftenergie, die ja auch einfach sich viel im Kopf abspielt. Und ja, zum Friedenskrieger wirst. Und ja, also der aktive Einsatz für alles, was Gerechtigkeit und Harmonie betrifft. Waage hat auch mal was mit Kreativität und mit Kunst zu tun. Und vielleicht wäre auch eine schöne Ausdrucksmöglichkeit, was Kreatives zu tun. Irgendwas, was Schönes für die Sinne. Also, was könntest du also tun, wenn du dein Mars in der Waage steht und du willst es bei ihm verscherzen? Ja, dann machst du das am besten allein. Weil die Waage ist gerne, also eine Waage braucht ja auch zwei Waagschalen, sonst ist das ja auch alles nichts. Die Waage ist gerne im Kontakt mit anderen. Und da wirst du deine Mars-Energie und deine Tatkraft am besten in einem Team, in einer Community mit anderen entfalten können. Wenn du also das Gefühl hast, so richtig kommst du nicht aus dem Quark, dann wäre mein Tipp, guck mal, wie läuft es mit der Harmonie? Gibt es irgendwie was Schönes dabei? Oder nimm dir Unterstützung mit ins Team. Also such dir Gleichgesinnte, mit denen du was gemeinsam machen kannst. Das wird deinem Mars wahrscheinlich einen ordentlichen Schub vermitteln. Ja, und ich musste kurz doch den Spickzettel bemühen und mit der Katze verhandeln. So spontan fiel mir mein auserwählter Superheld. In diesem Fall endlich mal eine Superheldin nicht ein. Und zwar, ich habe mich entschieden für Black Widow. Warum? Sie ist aus meiner Sicht zweifelsfrei eine Kriegerin, also geballte Marsenergie. Aber, und in diesem Fall ist aber nicht negativ gemeint, sie achtet auch immer auf das Miteinander im Team. Ja, also sie hat es geschafft, einen Hulk zu bändigen. Ja, und als Hawkeye in einer Krise war, hat sie auch da darauf bestanden. Ja, lass mich erst mal mit ihm reden, bevor wir ihn denn verbannen, böses tun, schimpfen, was auch immer.
Also sie, finde ich, ist auch ein bisschen die gute Seele im Avengers-Team, die tatkräftig dabei ist, aber auch immer für das Miteinander. Also sie hat so einen Klebstoff im Team, finde ich, was alle anderen gut nochmal zusammenhält. Und deswegen ist sie meine Superheldin für den Mars in der Waage. Also so gesehen, finde ich, kann Mars in der Waage sich dann doch wieder gleich viel besser fühlen, weil aus meiner Sicht ist Black Widow mir echt gut. Naja, vielleicht hast du auch noch mal eine andere Idee. Und für das nächste Video werde ich hier gleich eine Verhandlung führen, damit ich vielleicht doch wieder auf meinen Spickzettel gucken kann. Und dann sehen wir uns zu Mars im Zeichen Wassermann. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Da ist er. Tschüss.